Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut. Und hier sind wir in einem schönen Park, der in der Nähe von mir ist. Hier sehen wir natürlich die Katze. Ui. Und hier, auf Arabisch sagt man Hudhud. Ich weiß nicht, ob man das jetzt genau sehen kann. Aber den Hudhud, den man im Koran erwähnt, von denen gibt es hier wirklich sehr viele. Die Besonderheit ist auch, dass die eben das Wasser ganz weit sehen können. Hier ist auch noch der Park. Und ich gerade haben die Hunde richtig gespielt. Wie schön das aussieht, mashallah. Okay, also heute ist das Thema und zwar: Was studiert man eigentlich in Ezhat? Viele haben mich gefragt, was studiert man in Ezhat und welche Bücher werden dort erklärt? Und zwar fange ich mal von der Dirasat al-Khassa an, von null. Ehrlich gesagt, ich bin nicht, also ich bin Dirasat al-Khassa gegangen, aber ich habe da nicht viel studiert, weil ich in den letzten Monaten gekommen bin und somit nicht viel mitgemacht habe. Deswegen kann ich nicht viel über die Rasat al-Khassa sagen, aber es sind eben schon ein bisschen starke Bücher gewesen. Also man hat schon alles eigentlich umfasst. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass die Rasat al-Khassa, die Privatschule sozusagen oder den Studienkolleg, diese Vorbereitung, die hat auch sehr viele Stufen oder die hat auch 4 Stufen ungefähr. Deswegen, ich war in der letzten, bevor ich dann meine Einstufungsprüfung gemacht habe. Und nach der Einstufungsprüfung wird man dann eingeteilt von 7. bis 12. Klasse. Also es gibt dann Stufen, 7., 8., 9., 10., 11. und 12. Klasse. Ich bin dann direkt an der 11. Klasse angekommen. Und habe dann meine 11. und 12. gemacht. Und deswegen kann ich mehr über die Oberschule, nicht die Mittelschule, erzählen. Bei der Mittelschule, zum Beispiel im Fiqh, lernt man eben zum Beispiel Al-Lubab bei Al-Fiqh Al-Hanafi. Ab der Oberschule lernt man dann etwas, ein Fach, das nennt sich, glaube ich, Dirasat Islamia oder Al-Mujtama Al-Islami, und zwar die islamische Gesellschaft. Und da lernt man ein bisschen so Allgemeines über die Orientalisten und der Islam im Westen und im Osten. Im Fiqh lernt man dann Al-Ikhtiyar. Das teilt sich dann in 3: Ibadat, Muamalat und Miras. Das bedeutet Gottesdienste. Und dann im zweiten Jahr dann die Handlungen. Und dann im dritten Jahr eben die Erbschaft. Die arabischen Fächer, wie zum Beispiel Sarf, Nahw und Balagha, da lernt man eben ja einigermaßen Bücher von Doktoren, aber beim Nahw haben wir Sharh ibn Aqil bekommen. Ihr müsst auch wissen, dass nicht alles erklärt wird. Also die Doktoren oder die Lehrer, die versuchen das ein bisschen zu verkürzen. Und somit, wenn man das richtige Buch sich anschaut, merkt man, dass einige Sachen schon gelöscht worden sind. Aber trotzdem ist es wirklich ein sehr starkes Buch gewesen. Vor 2 Jahren ungefähr, hat es sich ein bisschen geändert. Also man versucht jetzt ein bisschen die Bücher zu verändern. Das bedeutet, ich kann nicht genau sagen, wie es jetzt gerade ist. Aber in meiner Zeit, vor 5 Jahren, war das so. Es kann sein, dass die Bücher immer noch die gleichen sind. Nur, dass das eben mehr ein bisschen kindisch gemacht worden ist, weil ich habe gehört, dass die Bücher jetzt größer geworden sind, aber dünner und farbiger. Das ist eben der Unterschied. Im Tawhid hatten wir Jauharatut Tawhid, ein sehr schönes Buch. Viele fragen mich, sind die so streng mit der Escharia oder nicht? Ehrlich gesagt, ist nicht so. Warum? In Deutschland fokussiert man sich öfters in Aqida auf Asma und Sifat und hier lernt man das ein bisschen anders. Also man merkt hier den Unterschied, dass man nicht auf einer Sache hackt, sondern eben alles umfasst.
Und das ist eben diese Besonderheit an Azad, dass du dich nicht in einer Sache fokussierst und spezialisierst. Nein, du lernst von jeder Sache etwas und die Doktoren versuchen dir das umfangreich zu erklären, dass du eine Sicht hast von überall. Das bedeutet, wir hatten Jauharatut Tawhid und das hat sich dann auch in drei geteilt, und zwar Uluhiyat, Nubuwat und Asma wa Sifat. Nicht Asma wa Sifat, tut mir leid. Ich meine Sam'iyat. Also im ersten Jahr lernt man Uluhiyat, alles was mit Allah Azzawajal zu tun hat. Jetzt kommen die ein bisschen näher. Im zweiten Jahr Nubuwat, alles was mit Prophetentum zu tun hat. Und im dritten Jahr lernt man dann Sam'iyat, alles was mit den Wesen zu tun haben oder mit den Sachen zu tun haben, die man nicht sehen kann. Wie zum Beispiel Malaika, die Engel, Djinn und Al-Mizan, As-Sirat, der Weg, der Pfad, Yawm al-Qiyamah, Al-Mizan, die Waage und so weiter. Das ist jetzt im Tawhid und in Arabisch und im Fiqh. Ich komme jetzt nicht. Und im Hadith hatten wir, glaube ich, Sahih Bukhari. Genau. Im Hadith hatten wir Sahih Bukhari. Einige Hadithe, so 30 Hadith ungefähr. Und das war auch sehr schön, weil man dann die Bedeutung lernt. Also, wie man das jetzt so vom Wort aus verstehen kann. Und dann einige Fiqh-Themen. Und dann einige Hadithe, die dazu gehören. Also, ist sehr schön gewesen. Und das ist, glaube ich, jetzt alles, was man gelernt hat. Man hat auch Tarikh und Geographie bekommen. Also Geschichte. Und Geschichte war eben die über die Dawla Islamia. Ist das islamische, die islamische Geschichte vom Prophetentum oder nach dem Prophetentum. So Dawla al-Umayya, die nach der Khilafa al-Rashida gekommen ist. Nach dem rechtlichen Kalifat. Dann die Dawla Umayya, die Dawla Abbasiyya und Dawla al-Uthmaniyya. Und bis heute. Das haben wir dann gelernt. Und dann eben Geografie. Haben wir ein bisschen gelernt. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, weil das war nicht so, man hat sich nicht darauf fokussiert. Also Arabisch. Und dann haben wir auch noch Al-Adab al-Islami. Also wir haben auch ein bisschen Gedichte, Poesie und Al-Urud, was alles mit Poesie zu tun hat. Und Literatur eben. Islamische Literatur. Das haben wir auch gelernt. In der Mittelschule, was mir jetzt gerade so einfällt, hat man auch ein bisschen Mathematik und ein bisschen Chemie und Physik, glaube ich. So, nachdem man, oder wenn man jetzt nach dem Abi an der Uni studieren möchte, muss man wissen, es gibt nicht nur eine Fakultät, also die sich dann Islamwissenschaften zum Beispiel nennen. Nein, es gibt ungefähr vier Fakultäten. Als erstes, die mich ein bisschen interessiert hat, aber Alhamdulillah, dass ich nicht da reingekommen bin, war Übersetzung. Die Übersetzung im Bereich Deutsch. Ich dachte, das wäre so interessant, aber ist nicht so interessant. Warum? Weil die Lehrer versuchen, nach Deutschland zu gehen und also es gibt wenig Leute, die da unterrichten. Und auch die Fächer sind nicht so stark. Also sie nehmen sich mehr so PDF-Dateien, die im Internet eben vorhanden sind. Und das wird dann ein bisschen auf Arabisch erklärt und dann später sagt man, okay, diese PDF-Datei, die auf Deutsch ist, die müsst ihr jetzt irgendwie lesen. Und da, von da kommt dann eben die Prüfung. Deswegen Alhamdulillah, dass ich nicht da reingekommen bin. Nummer 2 oder Nummer 3 sozusagen, die Top 4 von oben runter, ist dann eben die Reset Islamia meiner Meinung nach. Warum? Weil die Reset Islamia hat alles. Also man lernt da alles umfangreich. Man versucht sich auch ein bisschen zu vertiefen. Und dann später im Master kann man dann entscheiden, ob man jetzt dann Fiqh möchte, Hadith möchte, Tafsir möchte oder irgendetwas anderes. Viele, die da gegangen sind, haben es bereut und wollten dann lieber was anderes gehen. Die zwei besten, wo man ehrlich gesagt nicht entscheiden kann, weil das eben Geschmackssache ist, ob man jetzt Usul-Din reingehen möchte oder Scharia reingehen möchte. Scharia hat sich mehr mit Fiqh zu befasst sich mit Fiqh. Und Usul befasst sich mit allem anderen, also sei es jetzt Mantiq, Aqida, Tafsir oder Hadith. Scharia befasst sich eben mit Fiqh und Usul al-Fiqh, Qadaya Fiqh Muasira, also die heutigen Themen, was früher nicht vorhanden war,
oder eben heute neu ist, also ein bisschen anders aussieht, aber früher vorhanden war, aber jetzt eben anders aussieht. Wie zum Beispiel den Koran elektronisch lesen. Ist das jetzt erlaubt oder nicht erlaubt, dass man ohne Wudu den elektronischen Koran anfasst oder nicht? Solche Themen behandeln wir. Also Qadaya Fiqh Muasira, Usul Fiqh. Natürlich der Fiqh und Usul Fiqh teilt sich in zwei. Da lernt man eben einmal den Fiqh al-Muyassir sozusagen, also alles umfasst und auf einer ganz normalen Sprache, arabischen Sprache, die man heutzutage benutzt. Und dann nachher eben al-Fiqh al-Nassi, also den erblichen Fiqh, den man von Gelehrten früher hat. Denn sie hatten eine bestimmte Methode, sie haben bestimmte Wörter benutzt und das muss man dann auch verstehen. Und genauso im Usul al-Fiqh. Und dann haben wir auch noch al-Fiqh al-Muqaran, was sehr schön ist, was wirklich in Deutschland nicht vorhanden ist und wirklich gebraucht werden muss. Warum? Weil in Deutschland hört man öfters von Leuten, sage ich, nicht Gelehrten, die dann gefragt werden, wie auf Instagram, fragt mich. Und dann nachher wird man gefragt, zum Beispiel, wenn ich jetzt ohne Absicht Wudu gemacht habe, ist mein Wudu richtig oder nicht? Und dann sagt er entweder ja oder nein. Das ist falsch. Warum? Weil es gibt in diesen Themen Fiqh Muqaran. Man muss sagen, nach diesem Gelehrten, nach dieser Rechtsschule ist das so. Und deswegen ist Fiqh Muqaran etwas sehr Schönes, weil man dann vier Madhhab ungefähr hat. Also man hat ungefähr vier Rechtsschulen. Jetzt sagt ihr, hä, warum sieben? Sieben Rechtsschulen. Jetzt sagt ihr, warum, hä, sieben? Weil hier an der Azhar lernt man nicht nur die vier rechtschaffenen Madhahib, sondern auch andere Madhahib. Zum Beispiel Al-Zahiri lernt man. Man lernt auch die Rechtsschule von Al-Shia, Al-Ismailiyya zum Beispiel, weil die Schia teilen sich ja auch in Teile. Al-Ibadiyya, Al-Ismailiyya. Und dann nachher auch noch Gelehrten, die eben keine Bücher hatten, wie zum Beispiel Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Layth ibn Sa'd, rahimahumullah. Und dann nachher hat man eben ein Thema und dann sagt man eben, hier gibt es die erste Meinung, die zweite Meinung, die dritte Meinung und dann nachher deren Beweise und dann nachher Wajhu Dalil. Wajhu Dalil bedeutet die Ansicht von der Verse, weil die Verse kann manchmal zwei Bedeutungen haben. Also man kann mit einer Verse gegen etwas reden und für etwas reden. Und deswegen ist dieses Wajhu Dalil sehr wichtig, weil man dann sagt, von diesem Wort habe ich das verstanden und von dem anderen Wort habe ich dies verstanden. Und danach gibt es auch noch die Munaqasha, die Diskussion, das Argumentieren oder die Diskussion, wo man dann sagt, dieser Beweis, wie du das jetzt verstanden hast, hat ein, zwei, drei Sachen, die du nicht bemerkt hast. Und danach fängt die andere Schule wieder an, zu argumentieren, zu sagen, nein, du hast das falsch verstanden, das ist so und so und so. Oder wie du es verstanden hast, ist falsch, denn so und so und so kann man von anderen Versen beweisen. Das sind eben diese Themen, die man dann in Scharia lernt. In den anderen Fakultäten weiß ich leider nicht, wie das ist. Nachdem man dann eben seine 4 Jahre gemacht hat, also natürlich lernt man auch ein bisschen Nahu und ein bisschen Sarf und ein bisschen Tawhid. Aber man sich nicht, also man vertieft sich nicht so sehr. Das ist sehr leicht, ehrlich gesagt. Und dann auch ein bisschen Englisch. Was auch wirklich lächerlich ist, ehrlich gesagt. Nachdem man dann das gemacht hat, geht man nach seinem Master. Den Master kann man in einem Jahr machen. Also in einem Jahr kann man dann eben seinen Master machen und dann nachher schreibt man seine Arbeit. Man hat auch die Wahl, mit den Ägyptern zu studieren. Und das dauert dann 2 Jahre. Und dann nachher eben schreibt man seine Arbeit. Ich habe zum Beispiel meine 2 Jahre gewählt, weil ich gerne hier bleiben möchte. Und dort lernt man dann eben ein bisschen speziell. Also im Fiqh werde ich in einem anderen Video das erklären. Und dann lernt man eben Al-Qawaid al-Fiqhiyya, die Fiqh-Regeln. Von diesen Regeln kann man dann auch einige Urteile herausholen. Wie zum Beispiel Al-Aslu fil-Ashya al-Ibaha. Das Eigentliche in den allgemeinen Sachen ist
dass es erlaubt ist. Das ist Qawaid al-Fiqhiyya. Und dann haben wir auch ein bisschen Usul al-Fiqh. Ein bisschen viel. Und dann nachher Fiqh. Und dann haben wir auch Dirasat Tahliliyya. In Dirasat Tahliliyya, also das Analysieren, lernt man dann eben über seinen eigenen Madhhab. Also, wer sind die Schüler? Wer sind diese Gelehrten? Wie ist diese Geschichte vom Fiqh? Wie hat das angefangen? Vor allem al-Fiqh al-Hanafi. Was sind deren Bücher? Welche Bücher gibt es? Was waren deren Usul, deren Prinzipien? Sowas lernt man. Also Fiqh, Usul al-Fiqh, Dirasat al-Islamiyya und dann nachher auch noch al-Qawaid al-Fiqhiyya. Und wie ich mich jetzt so erinnern kann, ist das eigentlich alles gewesen. So, jetzt haben wir schon 16 Minuten geredet. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren fragen oder auf Instagram oder auf Facebook. Versucht bitte diese Videos zu teilen, damit viele profitieren können. Und Assalamu alaikum.